Hallo, liebe Kölnerinnen und Kölner. Hallo natürlich auch an alle, die von außerhalb zuhören. Diese Begrüßung kennen Sie vermutlich, diese Stimme vielleicht noch nicht. Mein Name ist Anne Burgma. Ich leite das Kulturressort des Kölner Stadtanzeiger. Und ich werde mich künftig im Wechsel mit meiner Kollegin Sarah Brasak in Talk mit K jede Woche mit spannenden Menschen aus dieser Stadt unterhalten. Heute spreche ich mit Assimo Touré. Der frühere Fußballprofi, der unter anderem lange für Bayer Leverkusen gespielt hat, wurde in Togo geboren und kam mit 5 Jahren mit seiner Mutter nach Deutschland. Lange lebte er in einem Übergangsheim in Bergneustadt. Gerade in der ersten Zeit war es für ihn in dem damals noch fremden Land nicht leicht. Durch den Fußball fand er Anschluss. Sein Weg führte ihn bis in die Bundesliga, die deutsche U18-Nationalmannschaft und die togoische Nationalmannschaft. Vor kurzem ist sein Buch »Erst Heim, dann Heimat – Mein Leben als Deutscher« erschienen. Über das Ankommen und Leben in Deutschland, die Liebe zum Fußball und ein traumatisches Erlebnis in seiner Karriere habe ich mit ihm gesprochen. Außerdem verrät er, warum er sich heute als Kölschen Jung bezeichnet. Assimo Touré, herzlich willkommen im Podcast Talk mit K. Hallo. Hallo. Ich freue mich sehr, dass du, wir haben uns aufs Du geeinigt, dass du heute zu uns an die Amsterdamer Straße gekommen bist. Du bist hier heute hingekommen, ist ein kalter Tag, ist wirklich ungemütlich. Man muss sagen, der November ist, finde ich, nicht der schönste Monat in Deutschland. Man würde auch Leuten, die vielleicht Deutschland besuchen wollen, sagen, November würde ich jetzt nicht unbedingt als den Monat auswählen. Du bist tatsächlich mit 5 Jahren im November nach Deutschland gekommen und du beschreibst das auch in deinem Buch, dass das ein kalter Tag war und dass deine Mutter dir dann auch irgendwann deine erste Winterjacke gekauft hat, weil du gar keine hattest. Die brauchtest du nämlich nicht in Togo. Beschreib doch mal, wie war das für so ein 5-jähriges Kind, das das gar nicht kennt, in dieses Land zu kommen, in dem es dann auch noch so kalt ist? Also zunächst vielen, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Dass ich hier dabei sein darf. Und dann beschreibe ich mal ganz kurz, wie es war. Und es muss ich sagen, ein bisschen schwierig. Ich muss sagen, ich habe fast vieles vergessen schon. Mhm. Und als ich damals hinkam, war am Flughafen kalt. Wie du gerade schon sagtest, es war ja so kantiges gar nicht in Togo. Und da war man von 365 Tagen vielleicht über 300 Tage halt immer gutes, konstant gutes Wetter hat. Und war es schon ein bisschen anders auf jeden Fall. Mhm. Dein Onkel lebte damals schon in Deutschland. Es war so, dass deine Cousine sich verletzt hatte und dann hier in Deutschland besser behandelt werden konnte als zu Hause. Und deine Mutter hat dann irgendwann entschieden, dass sie eine bessere Zukunft für euch in Deutschland sieht. Was wusstest du denn vorher? Ich meine, du warst ein Kind, aber hattest du irgendeine Vorstellung von Deutschland? Was wusstest du über dieses Land, als du hier hingekommen bist? Und zu der Zeit überhaupt nichts, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Gar keine Vorstellung gehabt. Also Deutschland war ja gar nicht in meinem Kopf gewesen, da man halt nur als Kind halt auf der Straße gespielt hat. Das Einzige war, dass man deine Mutter vermisst hat, zwischendurch mal. Vor allem die Anfangszeit, wo die halt schon gegangen ist, natürlich. Das war es eigentlich so. Mhm. Und wenn du dich, ich meine, du warst sehr jung, aber wenn du dich zurückerinnerst an an die Jahre deiner Kindheit in Togo, woran denkst du dann so als erstes? Wenn ich an Togo denke, damals eher an meine Großmutter, muss ich jetzt sagen, die mich halt quasi großgezogen hat bis zu meinem 5. Lebensjahr dann. Mhm. Du musstest Deutsch lernen, klar, konntest du nicht, das war für dich neu. Du hast auch in deinem Buch geschrieben, dass du im Kindergarten anfangs oft gehänselt wurdest, weil die Kinder dich vermutlich irgendwie nicht so richtig einordnen konnten. Wenn du jetzt so zurückblickst auf die ersten Jahre, ich meine, du warst ja wirklich sehr jung, wie hast du das erlebt, diese Zeit? Das war ja sicherlich nicht einfach. Nee, einfach war es nicht, weil zu der Zeit war es ja so, dass ich meine Mutter und ich die Ersten da in Bergneustadt vielleicht aus Afrika kamen und die dunkelhäutig waren auch. Und das kannten ja viele nicht. Und deswegen, dass man jetzt am Anfang vielleicht das in der Außenseite ein bisschen, wo man sich dann natürlich peu à peu dann natürlich auch, also die Sympathie der Menschen natürlich oder den Kindern auch, sich dann auch erarbeitet hat, ne? Mhm. Und das liegt halt natürlich auch das mit dem Deutsch sprechen natürlich dann halt, ne? Weil ich dann besser kommunizieren kann mit den Leuten. Mhm. Dein Buch heißt Erst Heim, dann Heimat.
Ist eigentlich interessant, weil diese Wörter sich so ähneln und doch vermutlich da so viel zwischenliegt. Du beschreibst es eben auch, dass ihr von 1993 bis 2005 in einem Übergangsheim gelebt habt und du sagst, dir war früh klar, dass du da raus wolltest. Dort gab es kein Vorankommen, keine Entwicklung, keine Zukunft, nur das Hier und Jetzt. Und das finde ich eben auch interessant, ich befand mich in einer Art Schwebezustand, der mir noch heute Gänsehaut bereitet. Ich stelle mir das tatsächlich auch anstrengend vor, dieses noch nicht vollständig angekommen sein. Wie erinnerst du dich an diese Zeit? Ich meine, das habe ich ja so schön in dem Buch reingeschrieben, dass es wirklich mal so ein Schwebezustand ist, weil du nie weißt, was morgen kommt. Und das schon über 10 Jahre. Und du standst da, es hat angefangen ganz, ganz, ganz früh, dass du zum Beispiel mit den Asylverfahren, dass du in Assenheim, du durftest zum Beispiel die Stadt Beckenheuchert nicht verlassen. Mhm. Dann irgendwann haben die es halt ein bisschen gelockert, dann dürftest du vielleicht bis in den Kreis Oberberg dich schon halt bewegen. Und dann ging es dann weiter, dass ich schon bis nach Köln bewegen durftest. Und ich hatte das Glück, dass ich natürlich zu der Zeit halt ganz, ganz früh auch in Fußball auch, mich da stattgefunden hat. Dann gab es für mich zwischendurch mal eine kleine Ausnahme und danach nach Leverkusen, dann ging es ja mal ein bisschen weiter und das war am Anfang auch immer schwierig, wenn die Jungs jetzt nach Holland gefahren sind oder so zum Turnieren oder irgendwo uns nach England geflogen sind oder so. Und du musst halt immer zu Hause bleiben und war halt nicht schön, muss ich sagen. Und wie gesagt, du bist immer, weiß nicht, was morgen kommt und das ist dann, schwebt man schon in so einem Schwebel. Mhm. Du hast den Fußball gerade schon angesprochen. Das ist, wenn man auf dein Leben guckt, klar, das ist eine ganz wichtige, ganz große Konstante. Aber wie hat dir das geholfen, auch anzukommen, dich vielleicht besser zurechtzufinden, Freunde zu finden? Also du hast ja dann relativ schnell auch begonnen, in Deutschland Fußball im Verein zu spielen. Welche Rolle hat das für dich gespielt hier beim Ankommen? Für mich eine sehr, sehr große Rolle gespielt, weil ich dadurch zum Beispiel Familie Falkenberg halt kennenlernen durfte. Und die mich halt natürlich nochmal für mich persönlich auf menschlich und in vielen, vielen Fassaden halt mich nochmal auf eine ganz, ganz hohe, sagen wir mal so, nächsten Steps mal gebracht haben, nächsten Level und durch zu werden halt einfach. Und das mir wirklich sehr, sehr viel geholfen hat. Ne? Und auch, ich merke ja bis heute dann dadurch auch sehr, sehr viele deutsche Tugenden in mir habe, wenn ich dann, damit halt wachsen konnte, ja. Mhm. Man sagt ja oft, dass Sport so eine integrative Kraft habe, gerade auch Fußball. Also ist das auch dein Erlebnis, dass wenn man auf dem Platz steht, es letztlich eigentlich egal ist, wo man herkommt oder wie man aussieht oder vielleicht an wen man glaubt? Ja, also ich glaube, Fußball, nicht nur Fußball, vielleicht Mannschaftssport, wo es um was geht, ist, glaube ich, das ist eine Sportart, die man wirklich als Vorbild nehmen kann, weil da einfach alle Kulturen aufeinandertreffen, alle Konfessionen aufeinander, alle Herkünfte aufeinandertreffen, aber die haben alle ein Ziel. Das heißt, das Spiel gewinnen und jeder macht und tut alles dafür. Und das zeichnet am Ende das aus, weil man als Mannschaft, als geschlossenes Team halt einfach auftritt. Halt, ne? Das ging ja dann mit dem Fußball relativ schnell auch für dich sehr erfolgreich los oder weiter. Es wurde irgendwie klar, also Bayer Leverkusen wurde auf dich aufmerksam. Ich nehme an, das hat dann auch für dich immer mehr Raum eingenommen, so der Sport. Wann war denn eigentlich klar oder hast du darüber nachgedacht, dass das vielleicht wirklich auch eine berufliche Perspektive sein könnte, jetzt jenseits vom Freizeitvergnügen? Das war, ich meine, man fängt mit Spaß an, weil man einfach Spaß daran hat. Und bei Leverkusen ganz, ganz früh entdeckt worden von denen. Und dann hat die Familie Falkenberg, mit der ich halt ganz, ganz eng verbunden bin, bis heute noch, gesagt, nee, zu früh, weil nicht nur ich, sondern der Sohn, auch Kim, wir beide vom Verein gesicht, also entdeckt worden sind, weil halt viel zu früh und dann immer im 2000 mit 12 dann hingewechselt. Und da ist auch nochmal eine ganz, ganz andere Ernsthaftigkeit, die jetzt natürlich einen etwas kleineren Verein. Und ich konnte mich halt dann, wie gesagt, zum Glück ganz, ganz schnell auch immer auch gut entwickeln. Das für mich halt mal ganz, ganz schnell nach vorne ging. Mhm. Und irgendwann wird es natürlich, wenn du in ein Alter kommst, so wie in 14, 15, 16, natürlich dann hast du das schon, dass du eine andere Ernsthaftigkeit natürlich annimmst dann halt, ne? Und natürlich dann weißt du ganz genau, wo du hin willst. Und so war es für mich dann auch, dass ich halt da oben hin will. Ne? Mhm.
In dieser Zeit, als es mit dem Fußball immer weiter voranging, war es aber auch so, dass das Asylverfahren, also dass es abgelehnt werden sollte, dass ihr, also deine Mutter, deine Schwester und du, dass ihr hättet zurück, ich glaube, deine Schwester ist ja hier geboren, also ist ja zurück sogar falsch, also dass ihr hättet nach Togo gehen müssen. Ich kann mir das ehrlich gesagt gar nicht so richtig vorstellen, wie das ist, wenn man dann plötzlich Angst haben muss, dass das Leben, das man hier lebt, dass man da rausgerissen wird und darüber gar nicht entscheiden kann. Was war das für eine Zeit für dich? Wie hast du das erlebt? Ja, also als zunächst, als Kind, glaube ich, kriegst du nicht so viel mit, weil du natürlich mit dem Fußball beschäftigt bist, in der Schule, Freunde, da bist du gar nicht in dem System drin, so, weil du halt danach gar nicht nachdenkst, du lebst einfach dein Leben. Mhm. Und so älter man wird, so reflektiert man natürlich Dinge natürlich auch. Und wie gesagt, dann war es, glaube ich, 2005 oder so, oder 2004, Ende 2004, da kam ich nach Hause, dann war es so, dass meine Mutter am Heulen ist, war und meinte dann, ich so, ja, was ist denn los? Und ich kam gerade vom Training von hier und habe zu der Zeit schon bei Bayer auch gespielt, was los sei. Und ja, wir müssen das Land verlassen, weil ja, das Asyl halt nicht weiter verlängert wird. Ich so, okay. Ja, dann bin ich halt zum Verein und habe mich dann halt versucht zu verabschieden, weil ich gesagt habe, Leute, ich weiß nicht, was morgen kommt. Es könnte sein, dass wir morgen wieder zurück müssen in die Heimat. Und die haben halt gesagt, nee, wird nicht passieren. Und haben natürlich für mich eingesetzt und haben alles gemacht, getan, dass ja, dass wir das vielleicht, dass wir das noch umbiegen konnten. Ja. Ja, vor allem, wenn man überlegt, dass wirklich für mich kann man ja sagen, okay, der war bis zum fünften Lebensjahr noch hier, meine Schwester, also die hier geboren ist, eigentlich alles kannte und schon 11 Jahre alt ist. Und ja, war es nicht ganz einfach. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Du hast gesagt, es sei ihm immer ein Ziel gewesen, sozusagen auch offiziell Deutscher zu werden, also diesen Pass zu bekommen. Und dann haben sich ja auch viele für dich eingesetzt, als das dann drohte. Du hast den dann auch bekommen. Was war das für ein Moment, als dann sozusagen auch offiziell dir jemand gesagt hat, sie sind jetzt deutscher Staatsbürger und du eben wusstest, jetzt kann mir niemand mehr sagen, sie dürfen hier übrigens nicht leben? Das ganz Lustige war ja, ich war ja Jahre zuvor schon oft, also wegen dem DFB schon auch immer in Ordinaren und so, das hat mit der U15 schon angefangen, dass sie mich die ganze Zeit einbürgern wollten. Und aber die Stadt Gummersbach, also für den Oberberg zu führen, die sich halt immer gegengewehrt hat. Und ja, das war dann halt immer diese Prozedur hinterher. Und klar, ich meine, ich habe mich hier schon die Wurzeln geschlagen. Also fühlte mich ja auch sehr heimisch, deswegen ist auch der Buch, den Titel halt immer so. Und irgendwann war es so ganz klar, das Ziel, ich will Deutscher werden, weil ich fühle mich mehr als Deutsch als Togolese, muss ich ehrlich sagen. Und ja, das war halt mein Ziel und ja, irgendwann, klar, wo mir dann Bayer uns da unterstützt hat, der DFB auch noch mitgemacht hat und dann auch so Neustadt weg sind, nach Leverkusen gezogen, da ging es wirklich ratzfatz und wurde schnell eingebürgert und durfte auf den DFB spielen. Und war für mich und meine Familie natürlich dann halt eine Erleichterung, wo man sagt, okay, jetzt sind wir endlich wirklich angekommen. Du hast es gerade gesagt, du hast für die deutsche U18-Nationalmannschaft gespielt. Und dann kam aber irgendwann die Einladung für Togo zu spielen. Und das fand ich in dem Buch tatsächlich auch sehr eindrücklich, weil du schilderst, wie zerrissen du dann warst, weil du gar nicht richtig wusstest, soll ich das machen, soll ich das nicht machen? Jetzt habe ich ja auch für Deutschland gespielt. Togo war ja vielleicht für dich, ich meine, du warst in der Zwischenzeit nicht mehr in Togo, also es war ja wahrscheinlich auch wirklich weit weg. Beschreib doch mal, was da in dir vorgegangen ist in dieser Zeit, als du dich dann eben entscheiden musstest, ob du dieses Angebot annimmst oder nicht. Also die Gefühle waren wirklich zerrissen. Also weil, wie gesagt, ich bin mit 5 hierhin, 13 Jahre später bin schon sehr heimisch geworden, fühlt sich wohl, Freunde, Schule, natürlich die Eltern hier, gar keinen Bezug mehr nach Togo gehabt eigentlich zu der Zeit. Und dann kriegst du eine Einladung und dann denkst du dir auch, okay, wie machst du denn das? Und ja, war nicht einfach. Wie gesagt, dann, wie ich ja ein Buch geschrieben habe, der Rudi halt, der Völler. Genau, Rudi Völler, für alle, die sich fragen, wer Rudi ist, ja. Der mir den Satz gesagt hat und ich dann wirklich nachgedacht habe und gesagt, okay, komm, nimm die Chance wahr. Und was hat er gesagt? Das, für die Leute, die es noch nicht gelesen haben? Ja, dass er meinte, ich soll auf jeden Fall die Chance wahrnehmen, weil
es gibt viele Fußballer, die gerne mit mir tauschen würden, mhm. die heute Millionäre sind und viel erreicht haben, alles. Die würden alles dafür tun, und einmal eine Weltmeisterschaft zu spielen, mhm. weil die aus den Nationen kommen, wo die Chance bei null liegt. Mhm. Und ja, und aus dem Grund habe ich nach sehr langem Grübeln doch mich da entschieden, dann für Togo zu spielen. Hat man denn da auch das Gefühl, ich meine, du hast natürlich viel Verwandtschaft in Togo, da war ja klar, die freuen sich sehr, wenn du das machst. Hast du dich da auch irgendwie unter Druck gesetzt gefühlt? Also so dieses, dass du da vielleicht eben auch Erwartungen erfüllen musst von Leuten, dass die dann sonst vielleicht von dir enttäuscht sind? Nee, gar nicht zu der Zeit, weil ich, klar, man hat zwar Oma noch da gehabt und den einen anderen, aber meine Oma ist ja auch schon, glaube ich, 2005 dann auch verstorben. Mhm. Deswegen da Bezug auch gar nicht so extrem mhm. gewesen. Und weil ich war die Einzige für mich in dem Moment halt, Mann, wenn mhm. man ist. Und obwohl man einen Großteil der Familie noch unten hat, aber nie den, ja, so den Kontakt. Deswegen war es mir auch relativ in dem Moment eigentlich egal gewesen. Mhm. Und klar, dann spielst du. Alle werden aufmerksam. Mhm. Und dann, wie gesagt, zu der Zeit mein Vater noch gelebt, der war ja nie hier und der stand dann und meinte, dann rief meine Mutter an und fragten dann mal, ist das irgendwie nicht unser Junge? Du hattest das vorher gar nicht erzählt. Nee, keine Ahnung, meine Mutter hat es niemand erzählt, weil ich wurde ins Trainingslager eingeladen, hier nach Holland, nach Sittard. Mhm. Und keiner wusste, wie es weitergehen wird. Ne? Und da wollte meine Mutter nicht irgendwas rausposaunen, was am Ende nicht passiert. Mhm. Und deswegen waren wir dann beim Länderspiel, erstes Spiel, durfte direkt von Anfang an spielen. Bei der Nationalhymne dann, werd ich vorgestellt. Und der eine andere zu Hause, immer stimmt dann. Den kenne ich doch. Den kennen wir doch, ja. Auch wegen meiner Narbe im Gesicht, da haben die gedacht, den kennen wir ja. Und dann haben dann halt meine Mutter angerufen und gesagt, ist das nicht unser Junge? Und die so, ja, Mann, das kann doch nicht sein. Wahnsinn. Ja. Wie war das denn dann für dich? Also du warst ja eben in der Zwischenzeit nie mehr in Togo und dann reist du als Nationalspieler des Landes zum ersten Mal wieder dahin. Also wie muss man sich das denn vorstellen? Zum einen so dieses, du bist ja dann auch so ein Stück weit offizieller Vertreter deines Landes. Wie hast du das erlebt und wie war das auch dann wieder nach so vielen Jahren dahin zu kommen? Das Lustige ist, ich war gar nicht dort. Also die haben die Quali gespielt, die haben alles gemacht und ich war gar nicht dabei gewesen. Ich wurde einfach so wie aus dem Nichts. Der damalige Trainer hat sich damit den Verband ein bisschen zerstritten, dass er dann entlassen worden. Mhm. Und dann kam der Otto Pfister, der Kölsche Jung, der dann das übernommen hat. Und dann hatte ich auch noch einen anderen, auch einen Kölsche Jung, der Anthony Baffo, der auch hier, weil der viele auch kennen, glaube ich, hier aus dem Kölner Raum. Und der hat mit denen da gesprochen, weil ich habe da einen Jungen, ja, lass mal angucken. Und dann hat er mich eingeladen nach Holland und so ging es dann halt die Fahrt los. Ne? Und selbst nach der WM bin ich gar nicht in die Heimat geflogen. Ich bin erst 3 Jahre später erst zum ersten Mal geflogen. Mhm. Und das war plötzlich in Deutschland, klar, war auch die Verletzung, wo ich 2 Jahre dann ausgefallen bin. Aber bin erst 2009 erst wieder geflogen. Und wie war das dann? Es war anders, muss ich sagen. Es war schön, ja. Weil man natürlich sieht, wie groß die Familie ist, sei es väterlich oder mütterlicher Seite. Mhm. Und ich muss auch sagen, ich habe mich auf Anhieb schon auch wieder, man hat sich schon wohlgefühlt dann wieder. Ne? Und klar, die Nähe und so. War schön einfach mal, von den Leuten, von der Familie aufgenommen zu werden und viele, viele andere Dinge. Und nichtsdestotrotz ist es ja immer noch, auch wenn es schön ist, ist es trotzdem fremd gewesen. Auch nicht, ne? Und das waren so die Gefühle gewesen. Mhm. Ja. Du beschreibst auch in dem Buch ein dramatisches Erlebnis tatsächlich, nämlich 2010 beim Afrika, also ihr wart für den Afrika Cup nominiert. Und wart mit der Nationalmannschaft im Bus unterwegs und dann seid ihr in Angola Opfer eines Terroranschlags geworden, bei dem 3 Menschen gestorben sind. Und man kann das in dem Buch eben auch nachlesen, dass ihr das erst gar nicht verstanden habt, was da eigentlich passiert, als das prasselte und du noch dachtest, ist das jetzt Hagel? Aber wieso soll es jetzt hier hageln, wo es so heiß ist? Man kann sich das ja gar nicht vorstellen und auf sowas kann man sich auch nicht vorbereiten. Aber wie, wenn du da heute, das ist jetzt 11 Jahre her, wenn du, oder fast 12, es war im Januar, wenn du zurückschaust,
Hast du das verarbeiten können in der Zwischenzeit? Was, wie hat dich das vielleicht auch als Mensch verändert, diese Erfahrung? Also ich habe es super verarbeitet, muss ich ehrlich sagen. Und es hat mich auch menschlich auf eine ganz, ganz andere Ebene nochmal gebracht, wie man das Leben halt sieht oder mit dem Leben umgehen muss. Und ich meine, es ist kein, die Aktion, was da passiert ist, wünsche ich keinem Menschen. Mhm. Weil man, wir können ja drüber reden, wie, man kann es sich gar nicht vorstellen. Mhm. Ich meine, man kriegt so mit und hat Mitleid und so. Aber keiner weiß, was in diesem Moment dann abgeht halt einfach. Mhm. Ja, und nur derjenige, der schon mal sowas erlebt hat, kann verstehen, was da abgeht. Und es war, würde ich mal sagen, es war kein, war kein schönes Gefühl. Ne? Und ich muss sagen, wir sind jetzt wirklich fast 12 Jahre jetzt bald. Mhm. Und ich muss sagen, es hat mich menschlich sehr, sehr weit gebracht, das Ding, die Dinge anders zu sehen. Mhm. Und natürlich, und das habe ich auch gut verarbeitet, weil ich einfach sage, verarbeitet, sehr gut verarbeitet halt einfach, da die Mentalität halt einfach eine ganz, ganz andere ist als hier in Deutschland, wo man hier Dinge nachtraut immer noch sucht, woran hat es gelegen. Mhm. Und dies und das, wo die halt unten einfach sagen, so, das ist halt, was der liebe Gott wollte. Mhm. Abhaken, Leben geht morgen weiter. Und das war halt, das war wirklich sehr interessant für mich, weil es ist, ja, was hat man noch nie im Leben gesehen. Und die Leute so zu sehen, wie die da denken und das zu verarbeiten, war für mich wirklich sehr, sehr interessant und habe es für mich dann auch nur genommen als ein Stück weit Lebens, das mich selbst in mir eingeprägt hat, dass ich dann sage, okay, das ist eine super Sache, Dinge schnell zu verarbeiten zu können. Mhm. Dinge, die du nicht ändern kannst, mhm, musst du halt so, ja, dann ist halt so, dann geht es weiter halt, ne? Es gibt Dinge im Leben, die kann sich ändern. Das ist so eine Sache gewesen, ja. Mhm. Du hast für Bayer Leverkusen auch in der Bundesliga gespielt, in ganz vielen anderen Stationen. Du warst auch mal sehr verletzt, hast du eben auch gesagt, über einen Zeitraum. Das heißt, du hast es, muss man sagen, sehr, sehr weit gebracht im Fußball. Also es schaffen nicht viele Leute in die Bundesliga. Auf der anderen Seite ist jetzt die ganz große Karriere mit der ganz großen konstanten Zeit in der Bundesliga ist es nicht geworden. Wenn du jetzt auf deine Fußballkarriere zurückblickst, mit welchem Gefühl schaust du dann da drauf? Ich meine, ja, es ist zwar traurig, dass es vielleicht nicht so für das ganz Große gereicht hat, mhm, aber ich bin ganz ehrlich und bin aber froh, dass es auch so passiert ist, mhm, ganz ehrlich, weil ich einfach sage, das ist eine ganz, ganz, ganz andere, ich weiß, wie ich es beschreiben soll, weil das hat mich halt eine Reife gegeben und das Leben anders zu sehen. Mhm. Und ich bin noch viel, viel glücklicher, muss ich ganz ehrlich sagen, wie Dinge passiert sind und wie jetzt mittlerweile laufen. Weil ich glaube, wären die Dinge nicht passiert, würde ich die Welt oder hätte ich nicht diesen Blickwinkel, was ich heute habe. Mhm. Und deswegen denke ich schon, dass es für mich als Mensch, ich rede von mir, eine Bereicherung war, dass es so passiert ist alles. Sei es mit dem Anschlag, mit der Verletzung und das drumherum. Es ging schnell hoch, wieder runter. Und das war für mich alles Erfahrungen, die ich sammeln konnte und die ich jetzt anders umgehe und auch in eine ganz andere Dynamik umgewandelt. Und deswegen für mich als Mensch das Beste, was mir passieren konnte. Mhm. Du standst ja dann vor dem Problem oder vor der Frage, vor der natürlich viele Fußballer irgendwann stehen, also weil irgendwann ist die Karriere zu Ende, aber das Leben glücklicherweise noch nicht. Das heißt, was mache ich? Und das beschreibst du auch im Buch. Du hast dann auch bei UPS am Flughafen gearbeitet. Mittlerweile arbeitest du als Scout, also bist wieder zum Fußball sozusagen zurückgekommen. Aber wie, das ist so eine Frage, die ich mir oft stelle bei Fußballern, wie schwer ist das dann, seinen Weg zu finden, wenn klar ist, ich kann jetzt nicht mehr als aktiver Fußballer mein Geld verdienen. Aber man konzentriert sich ja vorher auch so auf diese Karriere, dass man ja auch nicht jetzt, nehme ich mal an, mit 20 sich schon überlegt, ah, dann könnte ich vielleicht das oder jenes später mal machen. Also wie war das dann, diese Zeit für dich, als du dann deinen Weg erst noch finden musstest? Also, wie ich vorhin sagte, ist man durch dieses viele Rumreisereien, die Heimat, mhm, oder halt andere Länder Afrikas und du siehst halt einfach, womit Menschen zu tun haben. Also die haben wirklich fast nichts, mhm, aber sind glücklich mit dem, was sie haben oder halt sich nicht so viel Kopf machen, weil wie das morgen kommt, weil die sagen, ja, wenn das was kommt morgen, wenn ich bis morgen überlebe, super, wenn nicht, dann ist halt so, ist das, was Gott wollte. Die Einstellung, diese Mentalität mit mir hat für mich nochmal wirklich was in meinem Herz nochmal oder beziehungsweise mein Mindset nochmal
geöffnet, wo ich einfach sage, ich sehe das Leben einfach anders, weil ich denke einfach, man soll mit dem, was man hat, glücklich sein. Und klar, sage ich, als Fußballer, der jetzt wirklich glaube ich, da oben mitgespielt hat und einfach mal bei UPS arbeiten, das hört sich mal ein bisschen kittig an, weil ich wurde auch von den einen anderen ausgelacht, wie kannst du denn arbeiten? Und auch während der Arbeit, auch von meinen Mitarbeitern, was machst du hier? Wenn ich sehe, was du da schon geleistet oder wo du schon warst, wie kannst du hier arbeiten? Aber aber ich habe immer geantwortet, hör mal, das Leben muss ja weitergehen und von nichts tun kommt nichts. Und selbst wenn du Millionen auf dem Konto hast, ja, die gehen ja auch irgendwann mal Ende. Und irgendwas musst du ja tun. Und ich habe in der Zeit auch ein bisschen Fußball gespielt, weil ich halt Liebe hört und nie auf, ne? Und habe dann parallel, weil ich halt dann wirklich schlechte Erfahrungen gemacht hatte, dann mit dem Fußball, speziell in Oedingen, wo du einfach Monate nicht bezahlt worden bist und dann auf einmal, ja, dann stehst du da und ja, die Miete muss gezahlt werden. Das sind die Fixkosten, die müssen, wenn das nicht, ja, 2 Monate, 3 Monate, der Hausvermieter oder die Verwaltung schreibt dich an, irgendwas, da keinen Bock mehr drauf. Da habe ich gesagt, okay, komm, dann musst du ja was tun, habe ich angefangen. Halt, wie gesagt, weil es für mich im Moment eine schnellste Lösung war, jetzt an der UPS anzufangen, ja. Und jetzt arbeitest du als Scout, das heißt, da geht es ja auch darum, also logischerweise junge Talente zu finden. Was ist da so das, was du im Hinterkopf hast, was du denen vielleicht mitgeben willst oder wo du das Gefühl hast, vielleicht von deinen Erfahrungen kannst du die profitieren lassen? Also was ist sozusagen für dich der Kern dann da des Jobs? Jetzt mal abgesehen davon zu gucken, ob jemand gut Fußball spielen kann. Du hast gerade genau das Richtige gesagt. Ich möchte schon, dass der ein oder andere, wenn ich ihnen helfen kann, mache ich es. Und auch die vielleicht die Dinge, die ich erlebt habe, vielleicht auch Dinge zu verarbeiten oder wie man Dinge angehen kann, wenn die es annehmen und es auch umsetzen, dass sie vielleicht eventuell da oben einen gezeigten Fußball schaffen. Weil ich glaube, da brauchst du Demut, du musst selbstkritisch sein, du musst fleißig sein. Da sind viele, viele Attribute, die du haben musst, um da oben anzukommen und nichtsdestotrotz noch bodenständig zu bleiben und die Dinge noch anders zu sehen. Weil Fußballer sein ist schön, aber es gibt auch ein Leben nach dem Fußball. Du hast es eben in die Bundesliga, in Nationalmannschaft geschafft. Du hast auch in deinem Buch geschrieben, dass es aber eben als Kind, das jetzt nicht in Deutschland geboren worden ist, dass man sich schon mehr anstrengen musste als vielleicht andere. Und du hast auch geschrieben, Menschen, die hier in Deutschland Asyl suchen, wird es nicht leicht gemacht, ein Teil des Systems zu werden. Wo siehst du denn da diese Schwierigkeiten, wenn du sagst, es wird ihnen nicht leicht gemacht? Und wo würdest du dir vielleicht wünschen, dass man es Menschen wie dir erleichtert? Also ich weiß auch, oder ich sehe es aber bei uns damals, du durftest nicht arbeiten, also meine Mutter durfte nicht arbeiten, durfte nichts machen, bis wir dann halt einen gewissen Status bekommen haben, dass sie jetzt was machen durfte. Klar liegt es auch an, auch aufgrund der Sprache auch natürlich, dass man sich nicht so direkt integrieren kann. Natürlich, ich glaube, für viele nicht-deutsche Menschen, die hier hinkommen, die Sprache sehr, sehr schwierig ist, vor allem Leute, die schon erwachsen sind. Und klar, es gibt auch gewisse Barrieren, wo man manchmal sage, okay, warum nicht? Lass die Menschen doch einfach arbeiten. Wenn er Arbeit findet und arbeiten möchte, lass ihn doch arbeiten. Ich will nicht sagen, das ist nicht keine, es gibt natürlich, das Gegenteil gibt es auch. Man darf aber nicht immer sagen, alle sind gleich, das ist ja das Problem. Und das denke ich manchmal auch, haben wir in Deutschland oft mal diesen kleinen leichten Schubladen denken, wenn einer was falsch macht, sind alle ja so. Und das ist nicht, finde ich, nicht korrekt, weil wir sind alle einfach anders und jeder ist anders gestrickt. Der eine möchte arbeiten, ehrlich arbeiten, dann lass ihn arbeiten. So. Und ich habe es auch, unterhalte mich auch viel mit einem Kumpel, da habe ich gesagt, warum kann man gewisse Dinge nicht einfach machen wie in Amerika mit den Green Card-Geschichte? Dass man sagt, okay, wenn jemand kommt, du hast die und die Auflagen, die musst du erfüllen, bevor wir weiter verlängern können. Das heißt, du musst eine Arbeit haben, du musst einen Wohnsitz haben und nachweisen, wenn das ist, dann wird es verlängert. Bis zu einer gewissen Zeit, dann kannst du ja auch das Recht, dann auch zum Beispiel die Nationalität zu bewerben, zum Beispiel. Also nur, das sind so Dinge, wo ich einfach sage, die könnte man ja machen. Dann würde der einen anderen vielleicht leichter fallen, sich schneller zu integrieren in das System halt. Ne? Ja. Nochmal zum Thema erst Heim, dann Heimat. Also ich meine, Heimat ist ja ein glaube ich, tatsächlich irgendwie ein schwer zu definierendes Wort. Was genau ist eigentlich Heimat?
Du hast, das fand ich eine schöne Formulierung, du hast geschrieben, es kam zu einer Umverteilung des Heimatgefühls. Also weil man natürlich sich dann, weil du dich dann in Deutschland irgendwann heimisch gefühlt hast, aber natürlich ja auch noch deine Wurzeln in Togo in dir trägst. Also was bedeutet denn Heimat ganz konkret jetzt für dich? So, das ist für mich mittlerweile, ich kann mir gar nicht vorstellen, für immer nach Togo zurückzugehen. Mhm. Geht nicht. Weil ich einfach sage, obwohl ich gerne dort bin, aber ich merke trotzdem einen Unterschied einfach. Gewissen Dingen, ich merke einfach, wie deutsch ich mittlerweile bin. Und das heißt mit der Pünktlichkeit oder Dinge mal mit Ernsthaftigkeit annehmen oder nicht immer so schleifen zu lassen. Da das fehlt mir halt einfach. Auch klar, es gibt viele, viele andere Dinge noch, sei es im Gesundheitssystem und viele, viele, viele andere Dinge. Also das merkt man schon einen Unterschied. Sieht ja, da sehe ich ja meiner Mutter. Ich meine, ich bin ja hier groß geworden und selbst meine Eltern, die sagen, oder meine Mutter oder meine Tanten und alle, die hier gibt, die sagen, für immer zurück, können sich gar nicht vorstellen. Wie ich schon noch in dem Buch geschrieben habe, der Plan war nur für vielleicht 5 Jahre, ein bisschen finanziell sich einen kleinen Polster anbauen und wieder in die Heimat zu gehen. Und daraus wurde mittlerweile 30 Jahre oder länger. Mhm. Hast du denn das Gefühl, ist das bei deiner Schwester, die eben in Deutschland geboren wurde, hat die diese Zerrissenheit, die du ja aber auch beschrieben hast, auch so wie du? Oder ist es bei der anders, weil sie ja gar keine Erinnerungen an Togo haben kann? Bei meinen Geschwistern ist es ganz, ganz, ganz anders. Ich habe zwei. Zwei. Mhm. Ja. Und die, bei denen ist es komplett anders. Mhm. Die Jüngere, die ist, weil die natürlich mit meiner Mutter auch zwischendurch mal in die Heimat geflogen, die hat manchmal Lust, wenn die mal Lust hat, fliegt die immer mit. Mhm. Aber weil die hinter mir kommt, die Mittlere, die ist komplett, die hat nämlich keine Lust. Mhm. Die kann sich mit dem Togo oder das Land gar nicht identifizieren. Das ist für die ist, ne, ist No-Go irgendwie. Mhm. Und du hast ja eben schon so ein bisschen beschrieben, so, also ich meine, das sind ja auch teilweise, glaube ich, ist an so Attributen, die man irgendwelchen Landsleuten zuschreibt, ist da was dran, manchmal auch nicht, aber Deutschen sagt man eben nach, sie seien irgendwie pünktlich und ordnungsliebend und so. Wo hast du denn das Gefühl, wenn du manchmal denkst, ja, da bin ich echt total deutsch in diesen Punkten? Nee, das ist, ich glaube schon, dass jede Nationalität oder jede Kultur so seine gewisse Attribute hat, die ihn am Ende des Tages ausmacht. Und ich glaube, würden wir Deutschen jetzt nicht haben, wenn wir gar nicht so weit gekommen, ist einfach so, Punkt. Und daran sieht man auch, warum es gibt andere Länder gibt, warum die so weit sind, weil natürlich diese gewisse Attribute halt denen fehlen. Aber wiederum sagt man auch wieder, aber wenn ich dort bin, fühle mich halt frei, weil du halt natürlich diese eine gewisse Freiheit einfach hast, ne? Weil die Leute sagen, ja, wie ich schon vorhin sagte, ja, bin ich heute halt morgen halt so. Ne? Und das ist auch so eine Sache, wo man was von mitnehmen kann. Ja, und ich habe halt mittlerweile für mich halt von beiden sowas mitgenommen, wo ich sage, okay, ich weiß, wo ich gewisse Dinge da einfach ein bisschen live lasse, aber genauso auch weiß, ey, jetzt ist Arbeit angesagt und da muss ich mich konzentrieren und dann eine gewisse Ordnung reinzukriegen, eine gewisse Disziplin und etc. Das geht schon dazu. Mhm. Du schreibst auch über Diskriminierungs- und Rassismuserfahrungen, die du machen musstest. Wie gehst du damit um, wenn du Leuten begegnest oder vielleicht hoffentlich begegnest du nicht so vielen, aber die zum Beispiel dir das Deutschsein absprechen wollen, weil sie sagen, ja, du kommst ja gar nicht hierher, du siehst anders aus, als man vermeintlich aussehen sollte oder aussieht, wenn man Deutscher ist. Wie geht man mit sowas um? Also ich versuche natürlich die Dinge auszublenden, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich einfach sage, die Leute haben für mich keine, das sind einfach für mich Bildung halt einfach. Ne? Mhm. Die sind einfach nicht gebildet, weil es gibt kein Mensch hat das Recht zu sagen, das gehört mir, das gehört mir nicht mir. Und ich kann mal ganz kurz eine kleine Geschichte erzählen. Vor 3 Tagen ist mir das passiert, am Samstag stehe ich beim Netto an der Kasse. Da kommt ein Herr, der ein russischer, glaube ich, russischer Abstammung. Dann stand seine Frau an der Kasse, hat was vergessen, schnell läuft schnell rüber, holt sich dann die Birnen, was er vergisst, also waren Birnen, was er vergisst. Und will an den älteren Herren vorbeigehen und sagt, könnt ich bitte vorbei? Nö, darfst du nicht. Warum?
meine Frau steht da, wir sind jetzt an der Kasse, wir müssen Pizza, mit mir egal, jetzt, dann muss halt warten. Ich denke, ja, innerlich habe ich nur gedacht, so, boah, kannst du natürlich einfach machen, ja, bitte, bitteschön, aber der hat ja gegengewehrt und dann gibt der Russische dann seine Frau die Birne und sagt die Frau, ja, komm doch rüber, meinte er, Arschloch, ne? lässt mich nicht vorbei. Und dann Aussage, hey, mein Freund, benimm dich, du bist hier immer noch in Deutschland, ja. Und ich gedacht, puff, das war so für mich wieder, ich stand daneben und musste, ich habe mir kurz nur den Kopf gepackt, habe gedacht, schön, dass es immer noch Leute gibt, die sich nicht weiterbilden wollen und nicht verstehen, dass es kein Geburtsrecht ist. Egal, ob du Deutscher bist oder nicht, es ist kein Geburtsrecht, weil es gibt eine Sache, kein Mensch auf dieser Welt sucht sich aus, wo er hineingeboren wird. So, weder ich oder egal wer, keiner sucht sich aus. Und dass man das nicht versteht, ist für mich unbegreiflich, muss ich sagen. Ich habe mich echt zusammenreißen müssen, weil das hat wirklich wehgetan, weil ich einfach sage, ey Mann, aber macht keinen Sinn, weil was willst du denn sagen? Es macht einfach keinen Sinn. Der weiß es nicht. Vielleicht weiß es nicht oder vielleicht weiß es, und ich habe keine Ahnung. Das sind so Dinge. Da hast du für dich die Entscheidung getroffen, zu sagen, ich blende das einfach aus. Ja, musst du lernen, auszublenden. Das ist, weil am Ende des Tages, glaube ich, einfach diese Menschen sind mit sich selbst nicht zufrieden. Das ist das, glaube ich. Die sind mit sich selbst nicht zufrieden und lassen es gerne einfach an anderen Leuten aus. Das glaube ich auch. Über Rassismus ist ja viel debattiert worden in letzter Zeit. Und ich glaube, dass schon auch viele Leute da sensibilisiert worden sind. Ich fand es ganz interessant, weil du auch darüber schreibst, wie Menschen mit dunklerer Hautfarbe, wie man die eigentlich nennen soll, weil du sagst, eigentlich ist ja weiß und schwarz ist eigentlich Quatsch, denn Weiße sind gar nicht weiß, die sind halt beige und Schwarze sind nicht schwarz, die haben halt eine braune Hautfarbe. Und du sagst auch zum Beispiel auch, dass du nicht gern Person of Color genannt werden möchtest. Wenn du jetzt jemanden, der das sozusagen richtig machen will, wenn du dem einen Tipp geben solltest, was würdest du denn sagen? Oder wie würdest du denn angesprochen werden wollen? Im Idealfall würden wir natürlich gar nicht mehr über solche Fragen reden, aber so weit sind wir ja leider noch nicht. Im Idealfall würde ich einfach nach Namen gerufen werden. So, das ist, glaube ich, am einfachsten. Und wenn ich nicht weiß, kann man ja fragen, entschuldigen Sie bitte, oder darf ich kurz stören? Sag mal, wie heißen du? Das ist ganz einfach. Das tötet dich ja nicht. Und ich finde immer dieses POC oder People of Color ist so, das ist ein Begriff, wo ich aber Menschen mit Farbe, das heißt People of Color, Menschen mit Farbe, was soll es denn heißen? Also, Menschen mit Farbe, ich verstehe nicht, was das Allgemeinheit oder was ist das Menschen mit Farbe? Klar, jede Nationalität oder Kontinent ist halt anders, dementsprechend über die Evolution hat sich nicht angepasst, was er ist, und du kannst sagen, ja, Mensch mit Farbe, klar, ist das Begriffswort, wo keiner sagt, irgendwie, ja, aber ich finde, das ist so, hört sich so kitschig an, weil weiß ist ja auch eine Farbe. So, dann sage ich, ja, weiß ist auch eine Farbe, und deswegen mag ich das Wort einfach nicht. Das ist für mich so, ja, von dem Problem so wegzulenken, ist das für mich ist immer so. Das ist für mich so, deswegen finde ich das Wort nicht so schön. Aber du hast ja auch Kinder, ich glaube zwei Jungs, zwei richtig? Zwei Jungs, ja. Genau. Wenn es jetzt, also du bist erwachsen, du weißt auch, wie man damit umgeht, aber wenn die jetzt vielleicht Erfahrungen machen, dass sie ausgegrenzt werden oder dass jemand sie rassistisch beleidigt, sprichst du mit denen über sowas? Also wie gehst du damit um, die auch stark zu machen, dass sie eben irgendwann wie du sagen können, mir ist das egal, ich blende das aus, ich weiß, dass diese Leute das Problem haben und nicht ich. Ja, ich meine, zum einen, meine Kinder sind noch viel zu jung dafür. Mhm. Der eine wird jetzt 3 und der eine ist ein Jahr und 2 Monate. Mhm. Und die kapieren es noch nicht jetzt, aber ich werde die natürlich sensibilisieren und zu denen zu erklären, also versuchen zu erklären, dass die die Dinge ausblenden müssen, weil ich sage immer, dieses Wort Rassismus etc. ist schön und gut, aber ich finde einfach, man muss Lösungsansätze finden, wie man damit umgehen kann, und das werde ich meinen Kindern und Leute, die ich halt treffe oder helfen kann, immer versuchen mitzugeben, sich natürlich Lösungen zu suchen. Lösung heißt was? Indem du den Leuten beweist, dass du mehr kannst, als was die was die Gesellschaft oder der einen anderen sieht halt einfach. Ne? Weil natürlich sage ich auch, natürlich weiß ich als Mensch, dass ich ein bisschen mehr machen muss,
als gleich der ein andere. Mhm. Aber nichtsdestotrotz ist es kein Hindernis, dass ich trotzdem das schaffen kann, was ich geschafft habe. Und ich glaube, ich kann mit Stolz sagen, ich habe das eine oder andere ein bisschen geschafft. Mhm. Und um versuche weiterzukämpfen, dass ich vielleicht das eine oder andere noch weiter schaffe. So. Mhm. Und ja, und man soll aufhören, immer sich immer in diesen Opferrolle zu sehen. Und das, man soll aufhören, und auch mal, ich mag das nicht, immer diese Opferrolle zu werden. Und ich will jetzt rausgehen und den Leuten sagen, ey, ich kann viel mehr als das und habe auch die Lösung dafür. Und das klingt mir momentan ganz gut und ich hoffe, dass es auch weitergeht. Du bezeichnest dich im Buch auch als Kölscher Jung und wenn man auf das Buchcover guckt, dann sieht man dich am Rhein sitzen und im Hintergrund sieht man die Domspitzen. Was gefällt dir am Rheinland oder an Köln? Also man sagt ja immer, Rheinländer hätten das eben auch so eine besondere Mentalität. Also empfindest du das so? Was heißt das für dich, wenn du sagst, ich bin Kölscher Jung? Wenn ich sage, ich bin Kölscher Jung? Naja, ich bin ja auch gar nicht so weit weg von hier groß geworden. Alles. Und man hat natürlich die Bindung jetzt zum Dom und das Drumherum. Und ich war ja in vielen verschiedenen Städten und man merkt schon dieses... diese Offenheit halt einfach, die, ich glaube, es macht den Rheinländer nochmal spezieller. Mhm. Und ich gehe, egal wo ich gehe einfach rein und hallo, wie geht's? Und das kennen viele gar nicht so. Und auch diese Offenheit in vielen Dingen, das kennen Leute gar nicht. Und ich glaube, das ist das, was den Rheinländer auch irgendwo auch ein Stück weit ausmacht. Und ich nehme mal ein Beispiel in Berlin, da sind die Leute so verschlossen und guckt sich hier. Hey, Abstand und so, kommt der Kölsche Junge um die Ecke, hey, was geht, was macht, und dann finden die auch schon toll, dann muss ich sagen, dann was ist mit dem jetzt los, der ist so ein aufgewecktes Kerlchen und ja, ich glaube, das ist, was den Rheinländer aufmacht, das ist einfach so ein, ja. Merkt man das auch im Stadion, also wenn man Fußball spielt, merkt man, ist das in unterschiedlichen Städten unterschiedlich, wenn man auf dem Platz steht, also ist da irgendwie eine andere Atmosphäre oder ist das jetzt doch irgendwie zu weit gegriffen? Ja, es kommt drauf an. Ich glaube, da ist ein bisschen, ja, kommt drauf an, wo man sich befindet. Mhm. Ist klar, wenn du da irgendwo im Osten spielst, dass natürlich die Stimmung natürlich ein bisschen anders ist als wie hier im Westen, ist normal. Und ich meine, ich sag immer, wie auch schön ist, Deutsch ist nicht gleich Deutsch. So. Jeder hat so mal so seine Vorlieben oder Attribute, die normal in dem Gebiet, wo der kommt, nochmal ein bisschen ausmacht. Ne? Aber für dich war klar, weil eben du hast ja auch in Berlin gespielt und du warst ja auch in anderen Orten Deutschlands unterwegs, aber für dich war klar, es muss dann eigentlich doch das Rheinland sein, also da will ich leben. Also ich muss sagen, in Berlin war ich kurz davor, da zu bleiben, ja, weil mir wirklich so gut gefallen hat und dann habe ich zu mir nur gesagt, bevor ich den Fehler mache, fahre ich erstmal nach Hause, gehe dann zurück in den Rheinland und bin hingekommen und bin dann gar nicht mehr zurückgefahren. Und ich bin dann direkt hier. Man nochmal trotzdem noch was anderes. Halt. Wenn man hier ist, ist es nochmal anders. Ja. Mhm. Das ist nochmal anders, ja. So, wir sind jetzt hier gerade in Köln. Das heißt, das Fußballerherz der meisten Menschen hier schlägt natürlich für den FC. Das ist aber bei dir wahrscheinlich anders, oder? Das ist schon Leverkusen. Ja, da muss ich einen anderen FC-Fan enttäuschen. Ja, streckt mal mein Herz her schon für die auf der anderen Reihenseite, das stimmt, ja. Na gut, kann man uns auch nicht verübeln, würde ich mal sagen, wenn man da gerade in der ganzen Jugend da groß wird und sich mit dem Verein natürlich identifiziert und dann natürlich nicht mehr FC, dann sind wir nicht, leider kein FC-Fan dafür, dann Bayer-Fan. Und wenn der FC wie jetzt am Samstag gegen Gladbach spielt im Derby, dann... Aber ich muss sagen, ich habe wirklich Sympathie natürlich auch für den FC, so ist das denn nicht, ne? Also mich freut es natürlich, dass ich jetzt seit ein paar Jahren jetzt auch oben in der ersten Liga halten und auch für mich einen geilen Trainer jetzt auch erwischt haben, der die Jungs auch, ich glaube, der passt auch zu FC von seiner Art und so und macht Spaß hinzuzugucken, ja. Ja, wollte ich dich nämlich auch fragen, hast du das Gefühl, dass das jetzt, also beim FC geht es ja immer sehr auch emotional rauf und runter und aber viele haben ja das Gefühl, dass mit dem Baumgart, das könnte jetzt irgendwie was werden, weil der offensichtlich eben auch so von der Mentalität ganz gut hierher passt. Also den Eindruck teilst du auch? Ja genau, den Eindruck teile ich auch, weil es macht Spaß zu gucken, ja. Mhm. Die Jungs spielen auch wieder einen guten Fußball, auch ein ansehnlich Fußball, das ist jetzt die Fans haben wieder Spaß. Und man muss auch sagen, bei FC ist egal, ob die in der 5. Liga von mir oder 6., 7. Liga spielen, das Ding ist immer voll. Also das ist, die Atmosphäre ist natürlich anders. Und wie gesagt, jetzt haben sie einen Trainer und eine Mannschaft und die halt funktionieren auch sehr gut harmonieren und finde ich super. Macht Spaß zu gucken. Was würdest du denn deinen Söhnen raten oder sagen, wenn die Fußball spielen sollten irgendwann und du merkst, die haben Talent, also würdest du
die unterstützen dabei oder würdest du sagen, ist ein harter Weg, vielleicht machst du doch was anderes? Also für mich, was ganz, ganz, ganz wichtig ist, die Schule. Mhm. Da muss es stimmen, weil ich glaube einfach, wie gesagt, ich habe mir vorher auch schon gesagt, es gibt auch ein Leben nach dem Fußballkarriere. Mhm. Die Fußballkarriere ist halt nur eine Periode. Und danach musst du auch zusehen, dass du natürlich auch zurechtkommst. Und da ist die Schule eine ganz, ganz, ganz wichtige Rolle für mich. Und da muss es stimmen, ganz ehrlich, da werden die Kinder von mir aber auch wirklich dann gepeitscht. Auch wenn es nicht sein, aber nee, Spaß beiseite, aber das ist das, wo ich einfach sage, dass das ganz, ganz wichtig ist. Und natürlich muss ich natürlich auch gewisse Dinge auch mitgeben, dass man für seinen Erfolg arbeiten muss. Ganz einfach. Ich meine, die ganz Guten auf dieser Welt, man sieht es oft nicht, man sieht nur die schönen Seiten, aber den Schweiß, was die da betreiben, sieht ja kein Mensch. Und da würde ich mir manchmal wünschen, dass man vielleicht öfters mal vielleicht die Seiten mal zeigt, damit die Jungs mal sehen, wie hart es ist, sich da oben zu halten und was sie alles dafür tun, außerhalb des Platzes, auf dem Platzes, der Erste, der geht, der kommt, der Erste, der geht und solche Geschichten. Die Seiten würde ich mir gerne wünschen, dass man zeigt und nicht immer nur die schönen Seite, er hat den Lambo oder die Schuhe oder dass die Jungs mal sehen, was eine harte Arbeit das einfach dahinter steckt. Weil man ist nicht umsonst da oben, dann über Jahre, vielleicht auf der Weltspitze. Das ist auch viel, viel Fleiß dazu gehört. Ja, und Demut und die typischen Attribute, was zum Fußball dazu gehört. Mhm. Und ja, das kann man ja alles ja auch im normalen Leben ja auch umwandeln. Weil ich glaube, der erfolgreiche Geschäftsmann ist auch nicht umsonst da oben, weil er einfach auch viel gemacht hat, viel gearbeitet hat. Das hat auch keiner gesehen. Man sieht nur die schönen Seiten jetzt, oh, er fährt ein schönes Auto oder so. Was dahinter steckt, ist sehr, sehr viel Fleiß. Ja. Ich wollte noch eine andere Sache ansprechen. Du organisierst nämlich auch Hilfe zur Selbsthilfeprojekte. Was genau machst du denn da und was ist, also seit wann machst du das und bist du dann auch vor Ort? Wie muss man sich das vorstellen? Ja, das eine hat das bisschen so angefangen. Ich war mit einem Freund von mir, mit dem ich auch in der Jugend zusammen gespielt habe, immer noch gut befreundet bin, der auch bei uns war, bei Leverkusen Trainer. Der hat mich mal gefragt, der möchte gerne einen Brunnen bauen irgendwo in Afrika. Und das würde irgendwie, ich glaube, 3.500 Euro kosten. Oder ich so, puh, 3.500? Was für ein Brunnen ist das denn? Hat er mir gezeigt. Ich so, puh, immer. Ich weiß nicht, was da ist, aber ich kann dir, wenn du magst, gerne einen bauen in meiner Heimat und das kostet vielleicht nur 600 Euro oder 700, 800 Euro, habe ich gesagt. Und dann, du wirst mich gerade verarschen. Ich so, nein, das ist die Wahrheit, weil ich habe selbst da das einander gebaut da, weil die Menschen können es halt wirklich super gebrauchen, vor allem jetzt, so gesehen Sommerzeit bei uns in Togo, dass die ganzen Brunnen natürlich austrocknen und wenn man wirklich tiefer reingeht, dass man wirklich sowas sagte, ich mache einen Flachs, habe ich gesagt, gut, wenn ich lass es gerne ausprobieren. Und so hat es natürlich angefangen, natürlich, dass Menschen natürlich, die es haben, hier ist eine, also die hier sind, die es haben, die sich gerne dann halt mal melden und sagen, kannst du was für mich machen, die ich es auch mal für die mache. Und so hat das eine anderen angefangen ein bisschen so. Das heißt, ihr baut Brunnen oder gibt es auch noch andere Sachen? Ja, unter anderem Brunnen, ein großes Projekt, also das größte Projekt, was ich bis jetzt hatte, war ja dann halt so eine, dass der er auch auf mich zugekommen ist und gesagt hat, falsch. So, ich war in der Heimat und dann ist so eine Gruppe, so, die haben so eine kleine Delegation gemacht, die sind auf mich zugekommen und haben mir so ein Dorf gezeigt, wo die herkommen. Das ist wirklich so ein bisschen außerhalb, so schon 5 bis 10 Kilometer weg von und dann, also aus der Stadt, wo ich herkomme. Mhm. Und haben gesagt, guck mal, wir haben hier eine Moschee, das von Leuten halt, seit 4 Jahren oder so einfach stehen liegen lassen worden ist, weil die einfach angefangen haben, ein bisschen ein gewisses Niveau und dann haben das einfach, und wenn die dich bei denen gemeldet haben, sind dann immer so, wurden die immer so weg, zurückgestoßen, dann wissen wir dann, ob ich denen halt helfen kann. Mhm. Wenn ich die hin habe, dann haben wir mit einem Kumpel darüber gesprochen und der hat direkt was organisiert, haben dann halt Geld zusammen und haben dann das Ding da am Ende fertig bekommen. Die Moschee habt ihr da? Genau, so war das und noch, viele, viele andere kleine Sachen, die es so immer gibt. Wenn die Klamotten haben, dass sie sagen, okay, hier und auch den Verein auch mal zu fragen, wenn ich runterfliege, ob die was haben und immer was gibt, was nicht mehr gebraucht wird, ist dort unten natürlich Gold wert. Ne? Mm.
Weil du gerade das Stichwort Moschee angesprochen hast, würdest du dich als gläubigen Menschen bezeichnen? Spielt das für dich eine Rolle in deinem Leben, Glauben, Gott? Ja, ich bin sehr gläubig, muss ich ehrlich sagen. Ich bin auch selber Moslem. Und aber das glaubt mir nie jemand so richtig, muss ich ehrlich sagen. Aber ich glaube einfach, das ist halt eine Herzensangelegenheit. Ich muss es mit niemandem teilen. Es hat auch keinen auf der Straße zu interessieren. Das mache ich für mich und nicht für jemanden. Und das ist für mich halt eine, wo ich mich dran, also für mich persönlich mich halt dran festhalte und also für mich eine Stütze halt weiß. Ne? Und wie gesagt, ich muss jetzt nicht rausgehen und jedem zeigen, dass ich was für eine Glaubensrichtung ich habe. Das hat auch keinen zu interessieren. So, es geht um meinen vier Wänden, unter meinen vier Wänden, da bin ich das, was ich bin. Und wenn ich, soweit ich raus bin, bin ich halt das, was ich auch bin, aber muss niemanden mit meinem Privatleben halt teilen, was halt abgeht draußen. Abschließend nochmal die Frage, also eben, wir haben viel jetzt auch über so Heimatbegriff, du hast eben auch so ein bisschen über diese Zerrissenheit gesprochen. Wenn du jetzt heute für dich sagen sollst, fühlst du dich angekommen? Also hast du das Gefühl, du ruhst in dir, du weißt, wo du stehst und ja, ich glaube, angekommen ist das Wort, das ich meine. Ist das für dich erreicht? War das auch das Ziel? Ja, klar, das Ziel war natürlich, dass ich, deswegen sage ich, ich habe ja auch andere Phasen erlebt gehabt und ich natürlich mit der Verletzung und dann mit dem Anschlag, dann ist man so ein bisschen verwühlt und ich glaube auch dann wirklich, meinte ich vorhin noch dieses so, ich bin glücklich, dass die Dinge so passiert sind, weil ich heute wirklich mit einem ruhigen Gewissen auch einschlafen kann und weiß, dass ich wirklich angekommen bin jetzt. Ich habe jetzt das, was ich brauche, ich habe meine Familie, ich habe einen Job, ich kann meine Familie ernähren, alles etc. Und da, das reicht mir, muss ich sagen. Und da fühle ich mich schon angekommen, ja. Asimo, dann ganz herzlichen Dank für das Gespräch und ich wünsche dir alles Gute, dir und deiner Familie für die Zukunft. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Ich möchte an dieser Stelle auf unseren täglichen Podcast Stadt mit K News für Köln hinweisen. Dort hören Sie immer ab 17 Uhr die wichtigsten Nachrichten des Tages aus Köln. Die gesamte Podcast-Familie des Kölner Stadtanzeiger finden Sie auf unserer Internetseite, konkret unter ksda.de/podcast oder indem Sie das Stichwort Kölner Stadtanzeiger bei einer Podcast-Plattform Ihres Vertrauens eingeben. Mich erreichen Sie per Mail. Ich freue mich über Feedback oder Talkgast-Vorschläge unter anne.burgmer@dumont.de. Bis zum nächsten Podcast sage ich danke fürs Zuhören, tschüss und auf Wiedersehen.